Herzlich willkommen beim Video OER und Inklusion. In diesem Video erfahren Sie, was OER für inklusiven Unterricht leisten und wie OER gestaltet sein müssen, um inklusiv eingesetzt werden zu können. Sie können damit Ihre Kenntnisse über die Gestaltung und Nutzung von barrierefreien OER fördern. Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am FZIP, dem Grazer Forschungszentrum für inklusive Bildung. Mein Name ist Jessica Berger. Mein Name ist Katharina Meitz und wir sind beide von der Universität Graz. Mein Name ist David Wohlhardt, ich komme von der privaten pädagogischen Hochschule Augustinum, auch in Graz. Ja, wir wollen in diesem Video zwei Zusammenhänge zwischen Open Educational Resources, in Folge werden wir das kurz mit OER abkürzen, und Inklusion thematisieren. Die Fragen, auf die wir nun eingehen werden, sind einerseits, was können OER für den inklusiven Unterricht leisten, und andererseits, wie müssen OER gestaltet sein, damit sie auf inklusive Weise genutzt werden können. Wenn wir die erste Frage ansprechen, nämlich was können OER für den inklusiven Unterricht leisten, sollten wir zunächst klären, was wir denn eigentlich unter inklusivem Unterricht verstehen. Wir gehen dabei von einer Definition von Georg Fäuser aus, der inklusiven Unterricht durch zwei Merkmale wesentlich beschrieben sieht, nämlich einerseits, alle Lernenden bearbeiten in Kooperation miteinander einen gemeinsamen Lerngegenstand. Aber wenn dies erforderlich ist, auf verschiedenen Niveaus der Auseinandersetzung und möglicherweise auch mit verschiedenen Bildungszielen, die damit verbunden sind. Und jedes Kind, jede Schülerin, jeder Schüler arbeitet in seinem oder ihrem Tempo, auf seinem oder ihrem individuellen Lernweg und, was das auch wesentlich auszeichnet, es erhält dafür Unterstützung, und zwar sowohl personale Unterstützung als auch sachliche und mediale Unterstützung. Zur Erläuterung der sachlichen und medialen Unterstützung: Lernen erfolgt immer in Auseinandersetzung mit Lernmaterialien und Medien. Das kann der Vortrag einer Lehrperson sein, ein Buch, ein Arbeitsblatt, eine Lern-App, eine Simulation, ein Spiel. Lernende beziehen aus diesen Materialien Informationen, sie bearbeiten sie, sie erweitern damit ihren eigenen Wissensstand, sie üben Fertigkeiten ein, sie überprüfen ihren Lernstand. Materialien und Medien sind zentral für das Lernen. Und unter sachlicher und medialer Unterstützung versteht man, angelehnt an ein Konzept von Vygotsky, dass diese ein Gerüst bilden. Scaffolding ist der Begriff von Vygotsky, der beschreibt, wie ein Kind von seiner aktuellen Zone der Entwicklung auf die nächste Zone der Entwicklung sich weiterentwickeln kann und dabei sich an einem Gerüst entlang handeln kann. Und dieses Konzept sollen Materialien und Medien erfüllen können. Aber dafür braucht es gute Materialien und Medien, und die müssen auch mehrere Merkmale erfüllen. Einerseits, sie müssen verfügbar sein. Das ist nicht selbstverständlich. Sie müssen an die jeweiligen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Kinder angepasst werden können und eventuell sogar an die individuellen Ziele, die damit verfolgt werden. Kathi, wie schaut das aus? Was können OER dafür leisten? Ja, wenn wir jetzt mal bei einer übergeordneten, vielleicht ein bisschen globale Ebene gehen, dann leisten OER in mehreren Dimensionen einen wesentlichen Beitrag einmal zur Verfügbarkeit von Medien und Materialien. Ganz klar, sie sind durch ihre öffentliche Bereitstellung im Internet grundsätzlich weltweit nutzbar und dürfen von allen kostenfrei verwendet werden. Wenn man jetzt ein bisschen in Richtung der Wurzeln geht, dann ist anzumerken, dass es damals im Jahr 2002 ein wesentliches Motiv der UNESCO bei ihrem beginnenden Engagement für OER war, dass vor allem Ländern mit eingeschränktem Zugang zu Bildung hochwertige und frei verfügbare Bildungsmaterialien und Inhalte bereitgestellt werden. Darüber hinaus sind OER zumindest aus rechtlicher Sicht nahezu optimal dafür geeignet, sie an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Sie sollten mal grundsätzlich bereits auf ein diverses Zielpublikum ausgerichtet sein. Darüber hinaus und wirklich besonders wichtig auch im Kontext Inklusion steht es den Anwendern und Anwenderinnen auch frei, die Materialien und Medien
zu bearbeiten, zu verändern, anzupassen. Und da gibt es natürlich dann auch bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein sollten, damit solche Anpassungen vor allem auch technisch möglich sind. Und die wollen wir jetzt kurz anhand der zweiten Fragestellung in den Blick nehmen, nämlich wie müssen OER gestaltet sein, damit sie inklusiv eingesetzt werden können. Und da ist ganz zentral der Begriff der digitalen Barrierefreiheit. Das heißt, OER müssen als erstes einmal möglichst barrierefrei gestaltet sein. Sie müssen wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein. Diese vier Prinzipien nennt man auch die PORE-Prinzipien, vom Englischen perceivable, operable, understandable und robust. Ja, was heißt das jetzt konkret? Wahrnehmbar für alle bedeutet, dass es mehrere Kanäle braucht, auf denen Informationen angeboten werden. Ein gutes Beispiel sind Alternativtexte für Fotos und Grafiken, die eben auch für blinde Menschen dann erfassbar sind. Bedienbar für alle sind Materialien und Medien dann, wenn sie auf verschiedene Weise bedient werden können. Zum Beispiel mit einem Joystick oder mit der Tastatur anstelle einer Computermaus. Verständlichkeit für alle heißt zum einen, dass die Informationen gut strukturiert sind und zum anderen aber auch, dass sie beispielsweise auf der sprachlichen Ebene leicht verständlich präsentiert werden. Beispielsweise durch die Einhaltung der Richtlinie zu leicht lesen. Das letzte Prinzip, die Robustheit, ist ein bisschen das Technischste und bedeutet, dass die Materialien, Ressourcen, Tools auf verschiedenen Geräten genutzt werden können und zwar auch mit assistierenden Technologien. Das geht im Allgemeinen nicht nur dann, wenn die Inhalte gängige Standards benutzen. Und ein Beispiel wäre ein Lernspiel, das sowohl auf einem Laptop, eventuell auch mit einer Braillezeile, als auch auf einem Smartphone gut einsetzbar ist. Und jetzt übergebe ich an dich, Jessica, weil du hast da zum konkreten Unterricht mit OER ein paar. Ja, ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion ist die Differenzierung von Lernmaterialien. So wird es den Lernpersonen ermöglicht, dass sie weitere Anpassungen für die Schülerinnen und Schüler vornehmen. Zwar erfordern manche Lernmaterialien aufgrund ihrer Freiheit keine weitere Anpassung, weil sie von allen Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden können, zum Beispiel eben kreative Aufgaben oder Problemlöseaufgaben. In manchen Fällen ist es aber erforderlich, Alternativen in mehreren Schwierigkeitsgraden anzubieten. So können zum Beispiel Lesetexte in verschiedenen Niveaus aufbereitet werden, damit jede Schülerin und jeder Schüler gemäß der eigenen Kompetenz die Inhalte bearbeiten kann. Ein wichtiges Merkmal von inklusiv nutzbaren OER ist auch die Anpassbarkeit der Materialien, die wiederum eine Differenzierung und eine Anreicherung der Materialien ermöglichen. Auf diese Weise können Lehrpersonen Differenzierungen vornehmen, gemäß der entsprechenden Gruppe oder Klasse. Auch lizenzrechtlich ist es erlaubt, Anpassungen von OER vorzunehmen. Ob dies jedoch möglich ist, hängt davon ab, in welchen Formaten die Materialien angeboten werden. Wenn es zum Beispiel offene Formate und standardkonforme Formate sind, ist es wesentlich einfacher, ohne großen Aufwand und Vorwissen für die Lehrpersonen, die Materialien gemäß den Bedarfen in der Gruppe oder Klasse anzupassen. So ist es zum Beispiel einfacher, ein einfaches Word-Dokument zu bearbeiten, als ein PDF-Dokument zu verändern. Oder eine standardkonforme HTML5-Seite ist einfacher zu überarbeiten als ein Flash-Dokument. In Bereitstellungsplattformen gibt es mehrere Möglichkeiten, Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen. Am einfachsten ist es, wenn von Lernmanagementsystemen Editoren angeboten werden, mit denen Inhalte verändert werden können. Oder wenn Lernumgebungen von vornherein als OER konzipiert sind. Zum Beispiel Mindtest Edu im Unterschied zu Minecraft Edu. Digitale Lernspiele, die Inhalte und Funktionalität in geschlossener Form anbieten, können nur dann verändert werden, wenn der Source Code öffentlich zugänglich ist, zum Beispiel unter einer GNU-Lizenz, wenn sie modifiziert und in geänderter Form weitergegeben werden dürfen. Die dafür erforderlichen Kompetenzen schränken die Veränderbarkeit in der Praxis jedoch ein. Um das volle Potenzial von OER für den inklusiven Unterricht auszuschöpfen, ist also noch viel Arbeit erforderlich. Ja, und diese Arbeit besteht aus mehreren Dimensionen.
neben der Entwicklung von Werkzeugen und Codebibliotheken, die es leichter machen sollen, Inhalte barrierefrei zugänglich, aber auch später an individuelle Bedarfe anpassbar zu machen, ist es auch notwendig, auf mehreren Seiten Bewusstseinsbildung zu machen, und zwar bei den Personen, die OER erstellen, aber auch bei solchen, die sie nutzen sollen und an die individuellen Bedarfe von Schülerinnen und Schülern anpassen. Nur wenn diese Personen in der Lage sind, digitale Barrieren zu verorten und auf der anderen Seite auch die ihre Exklusionspotenziale tatsächlich einschätzen können, und wenn sie andererseits Werkzeuge kennen, die zum Abbau dieser Barrieren geeignet sind, erst dann können sich OER im inklusiven Unterricht tatsächlich nachhaltig etablieren. Ja, zusammenfassend können wir sagen, dass jetzt OER aufgrund von ihrer Verfügbarkeit und auch der kostenfreien Verwendbarkeit eine zunehmend wichtige Ressource für den inklusiven Unterricht darstellen. Allerdings dann, wenn sie barrierefrei gestaltet sind bzw. Differenzierung erlauben und individuelle Anpassungen ermöglichen. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Inklusive Materialien und Medien müssen an die jeweiligen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Lernenden sowie an unterschiedliche Lernziele angepasst werden können. Inklusive OER müssen wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein. Die Anpassbarkeit der Materialien hängt von der Offenheit der Lizenz und der Offenheit des Formats ab. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse über die Gestaltung und Nutzung von barrierefreien OER erweitern, und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!